Aber ich schweife ab. Eigentlich wollte ich vom Film erzählen. Ich habe ja Film studiert, um etwas ausüben zu können, was meinem Hobby entspricht, ne? Und nicht zuletzt, um Leuten den Spaß an Filmen zu nehmen, ne? Das habe ich gemacht bei einer damaligen Freundin, muss ich schon sagen. Hat also funktioniert. Die hat Herr der Ringe und Star Wars gehasst. Aber was hat die Harry Potter geliebt? Ja? Bedingungslos. Die wäre gegen jede Wand gerannt, wenn sie dafür nur schnell genug nach Hogwarts kommt. Ja, da kennt sie einer. Ja, habe ich sie gefragt, was gefällt dir denn so an Harry Potter? Ja, eigentlich alles, ne? Sie liebt die Geschichte von einem weisen Jungen, der bei Tante und Onkel aufwächst, mit dem bärtigen Mentor und seiner Zauberbegabung kämpft er gegen den oberbösen Voldemort. Ja, und dann gibt es noch den Professor Snape, und der ist, Spoiler-Alarm, gar nicht so böse, wie alle denken, denn sehnt sich nämlich einfach nur nach Wiedergutmachung. Ja, kommt euch das bekannt vor? Ist nämlich exakt der gleiche Plot wie in Star Wars und Herr der Ringe. Harry ist Luke, ist Frodo. Professor Dumbledore ist Obi-Wan Kenobi, ist Gandalf. Zauberei ist die Macht, ist der eine Ring. Und Snape ist Gollum und Darth Vader. Das hat ihr gar nicht gefallen. Mein Schatz. Ja, aber was hat sie erwartet? Dass sich jeder bei einem funktionierenden Konzept jedes Mal eine neue Geschichte ausdenkt? So funktioniert das nicht. Es gibt ein paar Archetypen, die funktionieren in Hollywood, in Bollywood und in Pornos. Da muss man nichts dran ändern. Ne? Ich meine, ich verstehe sie ja. Es ist nicht immer toll, wenn man immer den gleichen Film sieht. Gerade wenn man Film studiert hat und man weiß, wie der Scheiß ausgeht, da wünscht man sich ein bisschen was Neues. Ich schaue manchmal Filme einfach nur rückwärts, damit ich mal wieder überrascht werde. Der weiße Hai handelt dann von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis die eine Strandbar eröffnen. Das funktioniert in Pornos genauso. Gute Handlung in Pornos, aber ich versuch's mal. Wenn du ein Porno rückwärts anguckst, dann hast du einen Mann, der eine Frau absaugt, ihren Geschirrspüler kaputt macht und geht. Vielleicht ist das die Lösung für mein Berufsproblem. Einfach rückwärts denken. Ja? Ich sollte von vornherein wissen, was hinterher nicht klappt. Ne? Ich arbeite als Schönheitschirurg, mache ein paar gemachte Brüste platt, sie nehmen meine Reklametafel ab, ich verliere meinen Job, ich gehe auf eine Demo gegen die Welt. Ja, und dann stelle ich mich in Edeka und lasse mich von einer 35-Jährigen so lange anschreien, bis sie wieder ein 14-jähriger Pöbeljunge ist. Vielen Dank! Danke schön.